Herzlich willkommen zu den Mallorca News mal wieder. Es gab in den letzten Wochen eigentlich wenig zu sagen, so dass ich mich da mit News ein bisschen zurückgehalten habe. Die meisten waren unwichtig oder drehten sich um ein Thema, was den Leuten zum Hals raushängt. Und ja, was den Ort anbelangt oder die Insel Mallorca, ja, gibt es so ein paar Neuigkeiten. Zum Beispiel, es fand gestern die Auslosung der Lotterie El Gordo, also genannt der Dicke, statt. 2,5 Milliarden wurden vergeben an Geldern. Das ist hier ein echt ein dickes Ding auf Mallorca. Gestern Morgen, also heute haben wir den 23.12.2022, gestern Morgen um 9 Uhr startete die Verlosung und ein ganz fetter Preis ging nach Mallorca und zwar nach S Arenal. Dort war ein glücklicher, der 400.000 Euro gewinnen konnte. Wie gesagt, es waren insgesamt 2,5 Milliarden Preisgelder, die hier in der Lotterie durch singende Kinder verlost wurden. Das war also großes Thema. Man saß in den Bars vor den Fernsehern und verfolgte dieses ganze Geschehen dort und mit großer Aufmerksamkeit. Nächstes Thema, das Weihnachtsgeschäft auf Mallorca, sind die Leute überwiegend nicht zufrieden. Das kann man, glaube ich, sagen. Du hast hier vom Weihnachten oder vor Weihnachtszeit so gar nichts gemerkt, so im Grunde genommen. Was ein bisschen gut, was gut besucht war, waren die Weihnachtsmärkte. Aber da waren ja auch viele Touristen, zumindest dort, wo sie stattfanden, also in größeren Orten. Und ja, ich habe ja von Palma berichtet, da war auch schon abends früh Feierabend. Das deutet natürlich auch darauf hin, dass man mit dem Tagesumsatz ja nicht zufrieden ist, so kurz vor Weihnachten. Ist klar, aufgrund der Energiepreise und so weiter wird einfach das Geld zusammengehalten und ist der Drang nicht so da, einen Glühwein zu trinken, vor allen Dingen nicht bei abends noch 16, 17 Grad, so wie es in Palma war, als ich da war. Und ich war ja gestern in Saint-Denis. Ein tolles Video, wer es nicht gesehen hat, sollte sich es nochmal anschauen. Und Saint-Denis, ein kleiner Weihnachtsmarkt, so im Hinterhof, richtig cool. Aber die meisten Leute, die dort waren, waren keine Einheimischen, sondern waren deutsche Gäste, die dort gerne hinfahren nach Saint-Denis. Da sind ja auch einige Leute, die dort einige Deutsche, die dort ein Restaurant haben. Also deutsch sprechende Gäste waren dort, nicht unbedingt alles Deutsche. Natürlich auch Österreicher, Schweizer, aber Englisch wurde auch gesprochen. Es waren sicherlich auch einige Briten da. Nächstes Thema, ja, wie voll wird es zu Weihnachten? Es wird voller, aber das wird kaum spürbar sein. Im Moment kommen am Tag zwischen 400 und 500 Maschinen, die starten und landen. Und ja, es verteilt sich halt. Es verteilt sich auf die größeren Orte. Da, wo eh schon ein bisschen was los ist, da wird ein bisschen mehr los sein. Und da, wo tote Hose ist. Wir haben das in Calador gesehen. Da ist ja richtig, richtig wenig los. Und deswegen bin ich da so gerne hingefahren und habe da einfach diesen sauberen, schönen Strand genossen und dieses Wasser. Also wer Lust hat und auf Mallorca ist, sollte unbedingt nach Calador fahren oder in irgendeine andere Bucht, wo einfach ein bisschen was los ist und oder auch nichts los ist und das Wasser schön. Es gibt auch Negativbeispiele, wo du nicht so ohne weiteres ins Wasser gehen kannst, wo dann viel Seegras liegt und wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Auf jeden Fall bereiten sich einige vor, gerade in Pagera an der Strandpromenade hat man ungefähr jetzt so 5, 6 offene Bars. Dabei wird es so bleiben, so ein paar Hotels haben geöffnet, auch in der Playa de Palma zusätzlich. Da wird sicherlich ein bisschen was sein und dann kann man gespannt sein, wie sich das alles so entwickelt. Auf jeden Fall im Januar werden wir dann wieder in einen Winterschlaf verfallen. Und dann geht's nicht vor März, April hier los, bis die ganzen großen Hotels öffnen. Ja, leidiges Thema, Streiks. Einhergehend mit mehr Aufkommen an Reisenden wird gestreikt. Und zwar bei Ryanair, bei Vueling, das ist eine spanische Gesellschaft, und bei Air Nostrum drohen am 23., also das ist heute, und vom 28. bis zum 30.
Streiks arg betroffen davon sind wahrscheinlich deutsche Urlauber und auch ganz doll Briten, weil auch Bodenpersonal in Großbritannien streikt, und zwar die Zollmitarbeiter streiken für mehr Geld, und das ist natürlich eine Katastrophe für Mallorca und für alle die, die jetzt hierher wollen über die Weihnachtstage. Da fällt einem schon gar nichts mehr zu ein. Es ist einfach nur traurig, dass man das immer macht, wenn die Leute reisen können, die Urlaub oder Ferien haben, also auch mit Kindern. Das ist schon ein wenig dramatisch. Das hört man hier, wenn du hier mit Leuten sprichst, hören sie eigentlich oder sagen sie eigentlich, dass sie zu viel Politik im Radio und im Fernsehen hören und dass ihnen das zum Hals raushängt und dass sie sich einfach ablenken möchten mit schönen Gedanken. Ja, was willst du mehr? So ein Wetter, wir haben jetzt hier, ich komme gleich zum Wetterbericht, Wahnsinnstemperaturen. Ich habe hier T-Shirt an und mir ist warm und die Sonne brennt vom Himmel und wir sehen, es ist, ja, das sind Schäfchenwolken. Im Landesinneren ist so gut wie gar nichts. Also man kann sich absolut wohlfühlen. Die Nächte sind feucht und kühl, aber inzwischen werden in der letzten Nacht in den kältesten Orten, glaube ich, 11 Grad und den wärmsten Orten so 15, 16 Grad. Das kannst du aushalten, nur es ist eben sehr, sehr feucht. Wenn du morgens aus der Tür gehst, denkst du, das hat geregnet, so feucht es ist. Ja, zu guter Letzt zum Wetterbericht. Also wie gesagt, heute erreichen wir 20 Grad. Die haben wir jetzt gerade erreicht und das ist echt zum Wohlfühlen. Da gerade da, wo es windstill ist, da hast du total den Wohlfühlfaktor. Du siehst ja Leute Nackidei rumlaufen, du siehst ja auch Leute in Wintersachen rumlaufen. Das ist echt krass. So, ich bin da das Mittelding, lange Hose, T-Shirt, aber ich könnte auch eine kurze Hose tragen. Also absolut top. Und es geht über Weihnachten so weiter und auch die nächste Woche sieht ganz, ganz gut aus. Aber wahrscheinlich kein Regen, ein paar Wolken mal, aber überwiegend sonnig. Und Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad sind angesagt. Ja, das war es eigentlich soweit. Das war es auch für dieses Jahr. Natürlich mache ich weiter mit Videos. Es kommt noch ein Video vom letzten Weihnachtsmarkt, auf dem ich gehen werde. Und der wird, glaube ich, ganz cool sein. Aber nicht so für jedermann, sondern oder jeder Frau, sondern ja. Seht selber, das Video wird heute oder morgen, ja morgen wahrscheinlich, heute wird zu spät. Heute Abend werde ich da sein und morgen wird es online gehen zum Heiligen Abend. Und ja, das wird schon ganz krass, schön krass wird es schon. Ja, ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, all diejenigen, die ich nicht mehr sehen werde, weil sie viel zu tun haben über Weihnachten und zwischen den Feiertagen. Wünsche ich auch schon einen guten Rutsch. Mir bedeutet eigentlich jeder Tag gleich viel. Mir kannst du eigentlich jeden Tag einen schönen Tag wünschen. Ich mag diese Höhen und diese Tiefen nicht, sondern so ist die Wirklichkeit. Und das kannst du auch hier auf Mallorca so ausleben. Im Grunde genommen, wenn du es nicht willst, dann kannst du hier Weihnachten so ein bisschen ausweichen und jeden Tag einen schönen Tag haben. Darum geht's eigentlich. Ja, also ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und eine schöne Zeit mit euren Lieben. Macht was draus und bleibt schön gesund und habt gutes Wetter. All diejenigen, die nach Mallorca kommen, schreibt mal, wo ihr seid. Seid nicht traurig, wenn ich keine Zeit habe zum Antworten. Auch ich werde ein paar Leute, natürlich die Familie treffen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen und möchte ich auch nicht. Aber ja, ich freue mich auf jeden Tag und diese Tage speziell. Ja, also bleibt gesund. Hab viel Spaß auf Mallorca, genießt den Sonnenschein, genießt das Wasser oder genießt die großen Orte und fahrt mal nach Pagera, Calador oder ich bin hier jetzt gerade in Santa Ponsa. Ist auch schön. Also, alles Gute, tschüss, adios, bye bye, bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus, euer Jörg. Guck mal. Der geht da fast nackig. Toll, ne? Einen habe ich noch als Zugabe. Und zwar die Benzin und also die Spritpreise. Benzin heute am 23.12.
bei 1,55 und Diesel bei 1,65. Dann gibt es ja 20 Cent pro Liter, macht sich selber jeder selber ausrechnen, wie viel das ist, also 1,35, 1,45 und dann habe ich irgendwie eine freundliche Tankstelle gefunden, da kriegst du eine Tankcard und kriegst bei jedem Tanken was vergütet und zwar irre viel, ich glaube zwischen irgendwie, das sind so zwischen 10% und 15%, Wahnsinn, also das nochmal on top, also macht's gut, ciao.